sein, dass ich selber hierher lief oder dieses Gespräch gern führ. Das ist rein geschäftlich, weil du privat eine Ratte bist. Rein geschäftlich, weil sonst ein Mörder der Gatte ist. Absolut kein Kontakt, wenn nicht erwähnt im Kontrakt. Den privaten Verkehr verweigere ich. Nur mehr rein geschäftlich. Denn jetzt ist Halleluja. Das Gericht ist jetzt auch mal wieder da. Nur du allein überzeugst ihn immer nicht. Warum? Ich würde es tun, doch das denk ich geht schief. Du nicht. Ich. Ja, pass auf. Sonst nimmt das Unglück seinen Lauf. Das kann ich wirklich nicht riskieren. Pass auf. Hört mich. Pass auf. Hört mich. Pass auf. Jemand muss etwas tun, sonst wird es fürchterlich. Doch warum? Sich weisen. Du wirst bald bereuen, mich derart rüde abzuspeisen. Steig mit ein, tu's mit mir, lassen wir den Streit sein, zwei Menschen wie wir träumen groß. So gut. Ein Zaubermärchen. Eine Prüfung. Nein, drei sind im Gange. Drei Damen. Drei Knaben. Terzett. Ja klar. Und ein Drache. Gab's schon. Eine Schlange. Besser. Mein Federkostüm kommt diesmal rein. Ein Grund zum Tragen fällt mir schon ein. Dann sind wir uns einig und streiten nicht mehr. Wir kennen das Ziel. Jedenfalls ungefähr. Es machen wir nicht mal so wahnsinnig schwer. Wenn ich dir. Jetzt bin ich am Tod. Es könnte zwar geschehen, dass wir untergehen, doch vielleicht wird es die Sensation. Wir legen unser Herzblut in dieses Werk und trotzen tapfer jedem Geschick. Im Blick die Welt, die Brust geschwellt mit Reichlichkeit und Glück. Ein Schauerstück, ein Bauernstück. Weiß er denn selber, was das soll? Und die nach Reim so abgetroschen und banal. Oh, wie was war ein Misserfolg so fatal? Na gut, noch eine Stunde. Vielleicht bleib ich noch einen Tag. Ja, diese Musik ist absolut genial. Man wird sie mögen. Nein!
Soldaten, irgendwer und Eleonore. Immer ließ ich einen anderen vor mir sein. Emanuel und nein, für Eleonore.